Oh verdammt, ich werde abgelenkt, mein Telefon geht. Drangehen werde ich aber nicht. Hör mal. So, Sekunde mal eben, ich muss mal hier parken. Mein Bein juckt. Obwohl, ist eigentlich auch Latte, was jetzt. Ich muss mal was trinken, einschütten. So. Rein Interessen halber, ich habe jetzt nicht auf, wie viele zugucken. Wie viel sind unten auf dem Zähler drauf? Nur mal einfach mal so. Bei Views. Und ich latsche gerade die ganze Zeit hin und her, weil ich gar nichts mehr weiß. Hier ist dunkel, da gehen wir runter. Ah, vielen Dank für diese Info. Ach, vielleicht sind da auch so viele bei, weil es mein erstes Mal ist. Vielleicht aber auch, weil kein anderer heute spielt. Man weiß es nicht. Aber jetzt geht's erstmal nach unten. So. Ich muss schon sagen, der Cave hier ist echt scheiße. Irgendwie ist ja gar nichts. Ich dachte, das ist so voll das große Netzwerk an Gängen. An Gängen, Gangbang. Jetzt hat der eine mir ein Wort im Mund gelegt. Aber solange er mir nur ein Wort in den Mund legt, ist das okay. Oh, Spinne. Hör mal, ich krieg dich gleich. Ne, Zweideutigkeit ist eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen Markenzeichen, aber ich lege alles ziemlich oft immer in die Richtung aus. Und das hat auch immer den Hintergrund, weil man damit auch viele Leute zum Lachen kriegt. Weil viele bei dieser Zweideutigkeit auch immer so machen. Und das ist auf der Arbeit auch eigentlich immer so. Man dreht da einfach ein paar Wörter im Mund um und dann schon klappt das. Und die Redstone-Fackel kann weg. Und kann jetzt hier hin. Und jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. War ich hier schon? Kommt, helft mir. War ich hier unten schon? Ich meine, klar war ich hier schon, aber geht's da weiter? Nein, es geht nicht weiter. Jein. Es kommt hier noch. Ich mache jetzt hier über Redstone-Fackeln hin. Ja, die sieht man besonders gut. Ich mache mal eine hier an der Wand. Dann mache ich da eine hin. Da oben. Ich glaube, hier unten kam ich her. Genau, jetzt weiß ich wieder. Alles klar. Und hier unten geht's auch her. Super. Jetzt kann ich hier einmal rumlaufen und bin immer am selben Punkt. Und Hauptsache, wir haben eine entspannte Asia-Musik. Jetzt mal ohne Scheiß, wartet vom Dungeon her? Vom Cave? Ne, kann doch nicht sein. Ach, hier unten geht's noch weiter. Ich werde jetzt gerade schon enttäuscht. Komm, mach einen Boom. Mach Boom. Ha! Ja, die Musik passt schon besser zum Cave. Komm, wir müssen das üben. Ich muss das Cave nennen. Cave. Das ist ein Cave. Ich weiß, ich laufe an den Rohstoffen vorbei, aber ich will nicht nach oben gucken und dann von unten einen abkriegen. Oh, guck mal. Oh Mann. Das war bei Modern Warfare auch mal geil. Da haben wir mal Modern Warfare gezockt. Das war jetzt schon lange her. Also mit meinen beiden Brüdern und noch so ein paar. Da hatten wir eine Netzwerkparty mit 8 Leuten zu Hause. Zwei, die das richtig gut konnten, und dann konnte man ja auch so einen Hubschrauber aktivieren, und auf jeden Fall alle gucken nach oben, weil sie einen Hubschrauber suchen, und alle und die anderen werden alle gemessert. Das war richtig geil. Haben wir uns schön genatzt. Aber das kennt man ja eigentlich. Oh, noch mehr Kohle. Und noch mehr Kohle. Wow.
Also ich weiß auch noch nicht, wann der nächste Livestream ist. Ich werde auch noch mal so ein Vote starten, wie der so war, wie der angekommen ist generell. Und dann einfach mal gucken, wann wieder Lust ist, weil wenn ich nur dann alle ganz über Livestream mache, dann sind wir irgendwann bei Part 200 und weil das ist ja jetzt auch schon, glaube ich, wieder fast 6 Parts, ne 5 bis jetzt. Let's Player rechnet in Parts. Ich stand auch gerade ein Part lang im Stau. Also knapp 15 Minuten, wo nichts mehr vorwärts ging. Warte, war hier nicht noch Kohle hinter? Nein, hier ist nur Gravel. Aber echt nur Gravel. Ja, Urlaub habe ich auch bald. Jo, sauber. Hier ist schon mal alles weg. Ich habe auch nichts übersehen. Hier wird es noch ein bisschen hell gemacht. Jetzt gehen wir einfach mal hier entlang und legen da eine Fackel hin. Habe ich jetzt irgendwo einen Gang übersehen? Ich glaube nicht, oder? Uncharted 2 werde ich jetzt bestimmt nicht sagen, weil da spoiler ich euch ja. Aber war schon ein sehr geiles Spiel. 3 werde ich mir auf jeden Fall auch bestellen. Ich bin in einer Kfz-Werkstatt als Servicetechniker angestellt. Wenn einer wissen will, was das genau ist, kann er auch gerne googeln. So. Und da auch schon seit ich 16 bin. Also schon sehr lange. Und ich würde sagen, hier ist nichts mehr. Das ist ein super toller Cave gewesen. Das führt hier so einmal im Kreis. Aua. Und ansonsten ist hier gar nichts mehr. Und gerade stand ich noch. Gerade stand ich noch an dem Ausgang, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der war. Ne, da oben nicht. Da auch nicht, da nicht, hier nicht. Da ist eine rote Fackel. Hier. Ihr wollt mein Gesicht vor der Kamera sehen? Nein. Vielleicht mal bei 100.000 Abonnenten, obwohl ich nicht glaube, dass ich das zustande kriege. Ich meine, gut, irgendwann wahrscheinlich schon, wenn 2020. Mal sehen. Obwohl dann natürlich auch wieder gefährlicher ist, weil dann wieder ein mehr Leute kennen. Was heißt gefährlicher? Das war der Cave Number One. Und die Spinnen sterben. Eigentlich läuft das relativ gut hier, obwohl hier manchmal das Loot kaputt geht. Tot, tot, auch tot. Warum stehe ich hier eigentlich rum? Ich habe ja genug Strings, oder? Doch klar könnte man mich stalken. Ich glaube, manche wissen auch, wo man wohnt, aber ist ja auch relativ egal. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das hier gedrückt habe. Noch den anderen Cave? Hat noch einer Bock in den anderen Cave? Obwohl, ne, ich habe eine Idee. Au! Kommt das hier runter, ne? Moment. Und zwar, vielleicht ist der andere Cave auch ein bisschen größer und ergiebiger und tiefer. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, was da unten der große Raum macht. Manche haben auch geschrieben, dass die. Ja, toll, Zombies spawnen hier, toll. Dass die nur dann spawnen, wenn da Lava ist. Dann werde ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen Lava machen. Muss ich meine Taschen leer machen? Eigentlich nicht. War schon relativ ergiebig. Ha! Sauber! Jau! Hui!
Ja, lass schreibt doch, ja, schreib mal, welche Lava machen. Dann werde ich mal da ganz viel Lava-Ejakulat hin verteilen. Mob Drop. Ach ja, dann kann ich das Ding auch direkt machen. Nein, was tue ich denn? Jetzt habe ich da auch was reingepackt. Ich habe jetzt hier alles Kisten. Das nehme ich einfach mit, um zu gucken, was ich nachher alles gekriegt habe an tollen Rohstoffen. Also, weiter geht's mal in den anderen Cave. Oh, da oben ist wer Gangbang. Ich muss sagen, finde ich richtig geil, so diesen Showcase. Man sieht immer so, wie die zappeln und dann doch nicht. Sich doch nicht retten können. Ach ja, hier den Scheiß, den habe ich auch schon ausgebaut. Soweit. Damit man hier nachher den Hof machen kann. Den Hof. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal eine halbe Stunde hier unten rein. Ein halbes Stündchen. Und dann habe ich so lange am Stück eigentlich fast noch nie Minecraft gespielt. Und natürlich habe ich jetzt alle meine Stufen oben gelassen. Aber es ist auch egal, weil hier kann man ja was abbauen. Abbauen, aber richtig runter kommt man hier trotzdem noch nicht. Und ich schieße ihn jetzt mal kaputt, weil sonst falle ich da genau drauf. Und dann macht er BOOM! Na, ich springe jetzt einfach. So wenig Energie habe ich nun auch nicht. Und ich weiß, ich glaube, ich war hier ganz am Anfang drin. Aber mit Lava stimmt nicht hundertprozentig. Ja, wie gesagt, schickt mir einfach ein paar Koordinaten. Das könnt ihr ruhig machen, wo ich so Slimes finden kann oder wo der Chunk ist, wo die spawnen. Dann baue ich da mal was hin, was Größes, was Größeres. So, schauen wir nochmal hier um die Ecke. Ich weiß nicht mehr, wo es hinführt. Ein MMORPG habe ich schon mal Let's Played, allerdings nur kurz, und zwar Rift. Eigentlich wollte ich mit meinem Bruder da nochmal in eine Insel reingehen. Aber das haben wir im Moment auch noch nicht gemacht. Oha! Zombie! Hör. Zombie-Jau, wo geht's hier runter? Vorhin, ich glaube, ich bin hier durchgewetzt ganz am Anfang und habe hier einfach nur die Fackeln hingelegt. Oder ich gehe halt selber mal auf die Seite, aber wie gesagt, wenn einer da sowieso schon sich damit ein bisschen auskennt. Mal sehen. So, Fackeln. Ah, fällt ein, ich finde im Moment nur Eisen und Kohle, aber das liegt doch in der Tiefe, in der ich bin, weil hier oben ist ja sonst nicht mehr. Aber das geht ja schon mal weiter runter. Da hinten ist wieder dunkel. Ja, kurz mal was trinken. Dead Island oder Island werde ich auch LPen. Wird auch als Together laufen. Und ich glaube, dass. Also, mit wem ich das spiele, werde ich noch nicht verraten. Kleine Überraschung mal wieder. Ob mit Zipst, vielleicht mit Freaky oder GLP. Je nachdem. Genau, ein Together mit. Überraschung. Ich will da noch nicht zu viel.